Seit über 26 Jahren holt ihr euch die Lindenstraße jeden Sonntag auf den heimischen Bildschirm. Jetzt haben eure Lindenstressler gesagt, hol mich nach Haus. Zahlreiche Fans haben sich beworben. Drei von ihnen haben es geschafft. Zum ersten Mal in der Geschichte konnten sie ihre Serienlieblinge für einen Tag hautnah erleben. Unser erster Weg führt uns in den schönen Westerwald nach Kirchen. Dort lebt unsere Gewinnerin Simone mit ihrer Familie. Ich bin Simone Schröter, großer Lindenstraßen-Fan. Ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, dass wir ausgewählt werden. Und freue mich jetzt total und mal sehen, was der Tag bringt. Ein paar aus der Lindenstraße kenne ich. Der eine oder andere kann ich mir vorstellen, dass der auf dem Motorrad kommt oder auf dem Cabriolet oder. Mal schauen. Lass uns überraschen. Ich glaube, ich bin die Einzige, die aufgeregt ist. Klar. Ich freue mich auch total. Die Spannung steigt. Was wird den ahnungslosen Überraschungsgast erwarten? Oh, die ist aber echt schön. Und wer verbirgt sich eigentlich unter dem Helm? Bitte, Helm ausziehen. Große Überraschung. Das ist der Boss der Truppe. Hallo. Hallo. Haben wir Blume? Simone Schröter, hallo. Hallo Simone. Ist ja super. Na dann, steht die hier richtig? Ja, steht. Bleib ja stehen. So. Oh, die Verkleidung mal ablegen. Moment, Maske! Anton, hol mal einen Kamm. Hol mal einen Kamm. Die ist ja richtig schön. Ja, die wollte ich eigentlich schon verkaufen, aber hat sie noch keinen Käufer gefunden. Ich glaube, wir fahren gleich irgendwo hin, wo schöne Motorräder stehen. Richtig schön. Ja. Tja, jetzt bin ich hier gelandet. Mein erster Eindruck, sehr, sehr positiv. Nette Truppe. Also das, was ich geahnt habe, hat sich in der Tat bewahrheitet. Es geht mit dem Moped weiter. Wäre ja auch sinnlos gewesen, mit dem Motorrad zu kommen und dann mit dem Auto weiterzufahren. Gut, dann werde ich mich mal auf den Bock setzen. Kaum angekommen, geht's auch schon los. Simone und ihre Freunde nehmen Joachim mit auf eine Motorradtour durch ihren Westerwald. Zur gleichen Zeit auf dem Studiogelände der Lindenstraße. Wo geht's denn hin? Ich hab keine Ahnung. Wohin, weißt du das? Ich bin Thomas denn. Ja. Um die Uhrzeit noch? Sonntag. Ne? Ich freue mich total. Ja. Guck. Ja, unsere Fans. Ja, jawohl. Was du deine Hand rausziehst, mit dir kann ich überhaupt nicht spielen. Ey, lass mich in Ruhe. Wir wissen überhaupt nicht. Das ist es ja. Wir haben jetzt 10:30. Und so, halb elf? Ich bin jetzt um 8 Uhr hier, hör mal, was soll das denn? Ja, aber wir wissen nicht, worum es geht. Doch, komm! Amon und Erkan machen sich auf die 3,5 Stunden Reise nach Nalbach. Hier, nahe der französischen Grenze, warten unsere nächsten Gewinner. Ich bin die Tanja und ich habe mich beworben, weil ich ein ewiger Lindenstraßen-Fan bin. Ja, ich bin die Katrin, ich bin 38 Jahre alt. Ja, und ich habe mich einfach mit der Tanja beworben, weil schon zwei Leute zu mir gesagt haben, dass ich aussehe wie die Lisa von der Lindenstraße. Und ja, dass wir jetzt gewonnen haben, ist jetzt schon klasse. Hätten wir nicht gedacht. Mama, weißt du, Jungs, wo sind wir hier? Keine Ahnung. Ich glaube, wir sind nicht in Deutschland. Und jetzt, was sollen wir jetzt hier machen? Wir gehen weiter. Ja, komm, komm. Na dann, auf ins Ungewisse. Simone und Katrin haben auch noch keine Ahnung, wer gleich um die Ecke kommt. Das ist ja schlimmer als eine Überraschungsparty da daher. Hallo. Hallo. Hallöchen. Hallo. Herzlich willkommen. Hallo. 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 Tanja. Hallo. Katrin. Wie geht's euch? Hallo. Hallo. Ja? Tanja, ja, schön, dass ihr da seid. Uns geht's gut. Ja. Wie geht's euch? Ja, auch gut. Habt ihr Lust, was zu machen? Ja, sehr gerne. Ja? Ja, was denn? Natürlich, aber was denn? Was denn? Wir sind so neugierig. Guck mal, was da oben steht. Ja. Tanz.
Ja, ich kann super tanzen, aber ich weiß nicht, ob dieser Kollege tanzt. Okay. Könnt ihr auch an der Stange tanzen? Oh, der Amon könnte das. Ich kann das schon. Ich habe das früher gemacht, aber jetzt mache ich das nicht mehr. Aha. Gut. Ja, dann, also wir tanzen heute Ballett. Ballett? Klassisches Ballett. Ballett. Ballett an der Stange und auch dann nachher noch ohne Stange. Das kriegen wir doch locker hin, oder? Natürlich. Ihr braucht aber keine Tütüs anzuziehen, vielleicht einfach nur im Barfuß oder mit Strümpfen oder irgendwelche Schläppchen, okay, wenn ihr sowas habt. Ja. Wir gehen uns dann noch umziehen, ja? Okay. Okay. Und Erkan, freust du dich? Ich freue mich. Ja. Also ich freue mich ja wirklich. Das ist immer was Außergewöhnliches. Da kann ich ja wirklich mein Talent zeigen. Stimmt's? Mhm. 600 Kilometer weiter nördlich rätseln auch die letzten zwei Lindensträßler, was sie erwarten wird. Es darf kein Fußball und kein Tischtennis sein. Das war auch noch ganz wichtig für mich. Wir müssen auch nicht ins Wasser. Immerhin, kommt nur von oben. Ich würde gern baden. Ich habe eine Badehose mit, weil ich wusste, in der Nähe ist das Wattenmeer. Und einen Fluss gibt's auch. Einen Fluss gibt's auch. Sauberen Fluss oder fängt man da nur Krebse? Wir lassen uns mal überraschen. Das Thema lässt den beiden keine Ruhe. Wir denken einfach nicht weiter, oder? Also ich habe das Denken abgeschaltet, hier sagt einem keiner was. Wir lassen uns überraschen. Bevor ich Panikattacken kriege, weil ich jetzt aufs Schiff muss. Ich glaube, ich habe am meisten Angst vor Wasseraktivitäten. Rollmöpse wickeln. Ja, hier gibt's Fisch. Das ist am Wasser. Stimmt, irgendwann muss man. Dann nimmt man so kleine Stöckelchen und wickelt den Fisch um. Ich glaube, man wickelt und steckt den. Also, ach so, stimmt. Ich glaube nicht, dass das umgeht. Ich komm ja nicht hierher, aber das ist gut. Na, Gunnar, ob die Ostfriesen wirklich Möpse rollen? Das sehen wir bei unserem dritten Gewinner, Ulrich. Der 44-jährige Lindenstraße-Fan hat gleich alle Dorfbewohner zusammengetrommelt. Wie wir sehen, gibt es doch viele Lindenstraßen-Fans, sogar hier bei uns auf dem Plattenlande. Und ich glaube, sie sind schon gespannt und sind sehr, sehr aufgeregt, was das angeht. Die Darsteller, sofern sie aus einer Stadt kommen, erwartet erstmal ein tolles Dorfleben, vor allem hier bei uns im Ostfriesischen. Und ich denke mal, sie werden sich hier wohlfühlen. Ich bin jede Woche bei euch zu Besuch. Jetzt seid ihr mal bei uns zu Besuch. Herzlich willkommen bei uns im Ostfriesischen und danke uns in Holln. Freut mich, dass ihr da seid. Wir haben auch was mitgebracht, dass wir nicht ganz mit leeren Händen kommen. Kennst du den? Der einzig wahre Fanschal. Ja, juhu. Ja. Dankeschön. Bitte schön. Dankeschön. Ja. Ich habe den Bürgermeister mitgebracht. Auch das noch? Ja. Enno, kommst bitte mal. Hi. Hallo, Tanja Schildknecht. Hallo. Heute für Sibylle. Hallo, Enno. Hallo. 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 Herzlich willkommen. Dankeschön. In der schönen Ortschaft Holln. Mhm. Eine von 19 unserer Gemeinde. Und viele der Einwohner sind heute hier, genau. Genau, und eine schöne Ecke ja hier auch am Dorfteich. Ne? Ja. Ach, das ist der Dorfteich, jetzt wissen wir schon mal mehr. Immerhin, ja. Wir sind am Dorfteich. Genau. Und den durchschwimmen wir jetzt. Ja, darf ich vorgehen? Ja, bitte, okay. Weil wir wissen hier gar nichts. Also hier sind Hallo. Zum Glück ist Gunnar vorbereitet. Mit der Badehose im Gepäck kann ja fast nichts mehr schiefgehen. Wir wollen also von der Dorfbevölkerung her mit den ganzen Vereinen diesen Dorfteich sauber machen, dass er wieder richtig schön aussieht, die Wasseroberfläche sauber wird, der Unrat rausgeholt wird. Und wir wollten jetzt einfach mal die Gelegenheit nutzen, wenn wir schon Gäste da haben, dass wir einfach das mal ausprobieren, wie sowas aussehen kann, wenn wir den sauber machen, diesen Dorfteich. Ja. Dafür haben wir euch eingeladen. Das war meine Idee, meine Aktion. Wir müssen uns jetzt einen Plan überlegen, wie wir das da rauskriegen. Nein, wir haben schon ein bisschen was vorbereitet. Wir könnten natürlich auch unsere Badehose anziehen oder Bikini oder wie auch immer. Aber das machen wir nicht. Also die vier, die jetzt reingehen können, für die haben wir auch was vorbereitet. So eine sogenannte Warthose. Oh, nee! Ja! Während sich Sibylle und Gunnar wasserfest machen, haben es unsere Biker deutlich besser. Bei strahlendem Sonnenschein nähern sie sich ihrem ersten Zwischenstopp. Dort erwartet sie die nächste große Überraschung. Achim! Ich werde verrückt. Ja, geh! Ich kann nicht mehr. Das ist die Simone. Das ist die Simone. Hallo. Hallo. Das ist die Simone. Ja, Überraschung gelungen? Absolut. Gut, freue ich mich. Hätte ich ja im Leben nicht mit gerechnet. Ich bin völlig fassungslos. Das ist super. Hätte ich nie mit gerechnet. Ich habe gedacht, ja, Joachim ist gut, ist super. Aber das ist der Hammer. Ja, klasse.
Schön. Hast du einen Helm mitgebracht? Nein. Warum schade. Nicht? Dann hätten wir dich hinten mit draufnehmen können. Nein. Nein, also ihr seid jetzt gefahren, also ich muss jetzt nicht. Du musst jetzt nicht? Nein, nicht wirklich. Motorradfahren ist nichts für Andrea. Doch sie lässt sich gerne von der Technik vergangener Zeiten begeistern. Joachim ist Feuer und Flamme. Was haben wir da Lustiges? Ja, ist eine lustige Ecke. Eine Wärmflasche, sage und schreibe, eine Wärmflasche für Motorradfahrer. Hat man sich umgebunden, hat man so fest um den Ballisch, sagen wir hier im Westerwald. Ja. Wurde mit heißem Wasser aufgefüllt, konnte man auch auf den Rücken binden, wenn man nachts unterwegs war, besonders im Winter. Ist doch klasse. Und hat ganz gut. Für die Nieren. Ja, ein Nierengurt als Wärmflasche. Ein Nierengurt als Wärmflasche, ist doch wohl. Also sieht das denn ulkig aus? Ja. Hier, toll, ne? Ja. Super. Schön. Das ist ja herrlich. Simone nutzt den Moment, um mehr über den Alltag eines Schauspielers zu erfahren. Man hat auch immer das Gefühl, man kennt euch. Aber ich meine, ich bin ja nicht blöd und ich mache mir da ja auch nichts vor. Aber trotzdem sieht man euch und denkt, ja, kenne ich. Ne? So. Und das ist schon Ehre, euch jetzt hier zu treffen. Das finde ich schon gut. Es gibt ja viele Leute, die einen auf der Straße erkennen, aber nicht wissen, wo sie einen hintun sollen. Weil das würde mir jetzt nicht passieren. Also ich, ja gut, dir vielleicht nicht, aber es gibt andere, die mich dann mit einem wildfremden Namen ansprechen und dann plötzlich so in Stocken kommen und dann selber draufkommen, sie kennen mich von irgendwo, aber wissen im Moment nicht, wo sie mich hintun sollen. Ja. Und dann ist es ihnen sehr peinlich. Und ich lache so im Geheime darüber, weil ich mich freue. Aber du outest dich dann nicht. Du sagst dann nicht, ja, weiß ich. Also sagst dann nicht. Das kommt immer darauf an. Wenn die natürlich dann immer weitermachen und dann sage ich, nee, das bin ich nicht. Also sie werden mich wahrscheinlich verwechseln und so. Und dann, Entschuldigung. Aber wenn die selber jetzt nicht nachfragen, dann ich dränge sie dann nicht auf, um Gottes Willen. Weiter geht die Reise. Im Saarland wird es jetzt für Amon und Erkan ernst. Beide schlüpfen in das passende Outfit. Na, lassen wir die Bilder mal für sich sprechen. Das fühle mich gut. Ja, so ähnlich. Wir haben einen ganz witzigen Ballettlehrer, der heißt Kiko. Und der ist sowieso immer ganz locker drauf und ich denke, der macht das schon. Und auf richtig, geradeaus, atmen ein, wieder aus. Kinnibeug, Kopf hängen lassen, Hände fest, ausatmen, zwischen den Beinen, links und wieder hoch. Fuß hoch, ganz hoch, noch hoch mit den Fersen, ihr sehr schön. Atmen weiter, verlangen auf rechts und reach. Anstrengend ist ja, aber Spaß hat man. Eigentlich ist aber sehr interessant. Ja, die Bewegung, schade, dass ich den von klein an noch nicht gehabt habe. Ballett tanzen macht Spaß, weil ich habe ja immer als Kind auch noch ein bisschen getanzt. Aber jetzt nicht so Ballett, aber ja, das hat was gebracht, auf jeden Fall. Ich mache eine Pause. Dass Amon schlapp gemacht hat, das wissen wir ja. Also darüber brauchen wir ja nicht zu reden. Ich hab's durchgezogen. Das ist halt Amon. Er konnte sich überhaupt nicht bewegen. Amon, das ist nur Spaß. Nicht aufgeben. Ich werde nicht aufgeben. Ich werde weitermachen, bis ich umfalle. Also die Ballettstunde mit beiden war sehr interessant. Wer der Bessere ist, kann ich nicht beurteilen. Aber der sterbende Schwan könnte es vielleicht noch mit Hip-Hop probieren. Süß. Hast du doch goldig gesagt, oder? Also ich habe noch eigentlich nichts hinzuzufügen. Es hat einfach nur Spaß gemacht und es haben sich beide super angestrengt. Und, auf jeden Fall. Und beiden hat es auch wirklich Spaß gemacht. Absolut. Auf jeden Fall, ja. Gerne noch einmal. Ja. Nach der Tanzstunde hat Erkan noch etwas ganz Besonderes für die Mädels.
So, ich habe euch noch eine Überraschung mitgebracht. Und zwar, ihr habt euch doch die, meine Filmfrau Sonche gewünscht. Und das ist echt nett von ihr. Pass mal auf jetzt und für euch. Hallo liebe Katrin und liebe Tanja, ich habe mich so sehr gefreut, als ich gehört habe, dass ihr mich treffen wollt und mich kennenlernen wollt. Leider kann ich nicht zum Treffen kommen. Schuld daran ist der kleine Mann, der hier vor mir im Kinderwagen schläft. Ich bin nämlich vor 5 Wochen zum 2. Mal Mama geworden und bin noch im Mutterschutz und darf deswegen nicht zum Treffen kommen. Das tut mir so leid, ich hätte euch wirklich so gerne kennengelernt. Nun nutze ich die freie Zeit und bin mit meiner kleinen Familie den Urlaub nach Frankreich gefahren und sende euch ganz, ganz, ganz liebe Grüße aus Frankreich. Und ich verspreche euch, wenn ich irgendwann mal bei euch in der Nähe bin, melde ich mich bei euch und dann treffen wir uns und machen uns einen ganz schönen Tag. Ich denke aber, dass ich euch einen super tollen Ersatz geschickt habe, nämlich meinen zweiten Ehemann, den Erkan, beziehungsweise Murat. Und dass ihr einen ganz, ganz, ganz tollen Tag haben werdet und viel zu quatschen haben werdet. Und ich wünsche euch einfach ganz, ganz viel Spaß und sage einfach mal bis bald. Liebe Grüße aus Frankreich. Tschüss. Und? Santje, wie goldig. Das ist echt eine tolle Überraschung. Ich bin so froh, dass er uns noch Grüße dagelassen hat, ne? Ja, und jetzt sehe ich wenigstens meine kleine Schwester mal privat. Also, oh, ne? Das ist lieb. Mhm. Da würde sie sich wirklich freuen. Ich sehe gerade, ne, das ist, sie hat ja die Ähnlichkeit. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, und was machen wir jetzt? Jetzt gehen wir in den Kuhstall. Was? Jetzt gehen wir Kühe melken. Im Ernst? Ja, klar. Und Ziegen streicheln. Ja, dann los. Komm. Auf geht's. Komm, wird bestimmt lustig. Zurück im ostfriesischen Holln. Die Reinigung des Dorfteichs steht an. Unsere Lindensträßler stehen kurz vor dem Sprung ins kalte Wasser. Also, wir sind begeistert und haben ein völlig neues Lebensgefühl. Schuhgröße 44, zum ersten Mal in meinem Leben. Das andere Schatzsuche kann beginnen. Gunnar hat zuerst einen großen Fisch an der Angel. Wer kann das und von wem ist das? Oma Krause! Komm schon her! So, das wird schon mal an Land gebracht. So, wo kann man das hinlegen? Ja, klein, Schritt zurück. Na, was Oma Krause wohl noch so alles versenkt hat? Beide mausern sich schnell zu eifrigen Schatztauchern. Ich hoffe noch auf den zweiten Klo. Da noch einer. Oder auf die Oma Krause, dass die auch hier drin liegt, ne? Das wäre natürlich spannend. Oh, das riecht. Das müffelt, ne? Nee, das Wasser ist Temperatur angenehm. Bei uns in Berlin ist es kälter, also tiefer das Wasser, klar. Und das Herrliche ist, es zieht so wunderbar zusammen. Da hinten ist auch noch eine Flasche. So, und was kann man jetzt daraus basteln? Ja, ein Kloschiff. Vielleicht ein Fahrradreifen. Ohne Perle. Perlen haben sie nicht gefunden. Doch für eine Wasserschlacht reicht die Energie immer noch. Das kann man sich aus der Hose heute Abend, können wir das gerne mitnehmen. So, nur hier auf die Hose klatschen, so. So. Man reicht mir eine Hand. Lustig, war mit Wasser, war fast mit Springen, wir sind nicht untergegangen, auch Gunnar ist nicht untergegangen, das hat mich besonders gefreut. Es war doch nah dran. Ja, immer als ich dich versuchte zu retten, oder es mir gelang, dich aus dem Sumpf zu ziehen. Schön ist ja, wenn man was sucht, wenn man was findet. Also, eine Kloschüssel. Und ein paar Reifen. Und so ein Holzdingsstück. Holzdings, auch stimmt. Gunnar hat auf jeden Fall die größten Teile gefunden. Ja. Definitiv. Vielen Dank, dass wir keine Kühe aus den Güllekellern holen mussten. Es geht weiter! Nach
einer langen Tour durch den Westerwald haben sich unsere Biker eine Stärkung hoch oben im Burgcafé verdient. Die vielen Kurven und Kilometer haben ihre Spuren hinterlassen. Aber ich bin jetzt richtig fix und fertig. War das die frische Luft alleine? Stimmt. Wir sind ja jetzt hier auch auf der Höhe. Ah, am Berg. Der Berg ruft. In die Berg bin ich gern und da freut sie mich mir. Wo die Eumre sollen wo hoxen und da rennt sie am Blier. Das kannst du gut. Ja. Ja, ich kann leider nicht singen. Ich war ja damals sogar im Schulchor. Ach, macht doch Spaß. Mhm. Vor allem, wenn man dann wirklich so mehrstimmig was singt, das ist... Gell? Mhm. Sollen wir mal mehrstimmig singen? Ja, wir können ja nur Weihnachtslieder zusammen singen. Kann ich auch singen. Es ist ein Rosenspruch, dann haben wir so schön zweistimmig gesungen. Ja, also ich hoffe, das passt im Moment nicht. Nee. Es wird schon gleich dumper. Oder das, ja. Nee. Aber du hast es wirklich jetzt... den Tag gut organisiert. Ja, danke. Danke. Mir hat auch Spaß. Ich frage mich nur, wie es wieder nach Hause kommt mit so vielen Eindrücken. Wir haben Glück gehabt, dass es so eine schöne Atmosphäre war. Die Leute waren nett, das Wetter war toll. Und ich muss ehrlich sagen, Simone war ein Goldschatz. Einfach nur die Freundlichkeit in Person. Also das war wirklich sehr angenehm. Es hat Riesenspaß gemacht. Also wirklich, es hat mir großen, großen Spaß gemacht. Die Überraschung war ja auch auf meiner Seite und es hat funktioniert. Ja. Ja. Und ihr seid so liebe Leute seid ihr. Ja, ihr seid auch cool. Also erstmal habe ich eine ganze Reihe von sympathischen Menschen kennengelernt. Es war ein richtig runder, schöner Tag von Anfang bis Ende. Ich habe es sehr genossen. Es war eine gute Idee, das zu organisieren. Und ich freue mich, dass einfach Petrus so wunderbar mitgespielt hat. Sind wir jetzt eigentlich viel anders als im Fernsehen? Ich meine, ihr kennt uns ja schon sehr lange. Ja. Aber sind wir so, wie ihr uns vorgestellt habt? Ja, ihr seid im Fernsehen schon... Also... Doofer. Nein. Normal. Also, ich kann jetzt nicht sagen, dass du so ganz anders bist. Mhm. Ja, ich habe mitgenommen, dass die beiden Schauspieler, die hier waren, richtig toll waren. Also war sehr locker, das hat mir gut gefallen. Man sieht die Leute an und denkt, das ist ein guter Freund, der einen begleitet schon seit 20 Jahren. Und das irre. Na dann, Prost! Simone lässt mit ihren alten, neuen Freunden den Tag gemütlich ausklingen. Unsere saarländischen Prima-Ballerinas sind im Kuhstall angekommen. Kühe gibt es nicht, aber dafür ein leckeres Picknick mit regionalen Spezialitäten. Oh, lecker. Okay, für die Damen. Für die Damen als erstes. Oh, bitte schön. Dankeschön. So, den Ahorn geben wir ein ganz kleines Stückchen. Ballett hat wirklich Spaß gemacht, zumindest auch zu sehen, wie Amon das gemacht hat. Das hat mir noch mehr Spaß gemacht. Warum? Weil da war auf jeden Fall sehr beweglich, muss ich ehrlich sagen. Hast du gut gemacht. Also. Ist das ein Kompliment oder? Nein, das ist ein absolutes Kompliment. Willst du mich verarschen? Nein, das habe ich dich aber je verarscht. Ich bitte dich. Während Erkan mampft, prahlt Amon mit seinem umfangreichen Wissen. Dieses sieht so aus wie Fleischwurst hier in Deutschland. Aber hier in diesem Gebiet hat einen Namen und es heißt Leona. Und diese Leona ist eine Fleischwurst, aber anders. Ja. Guck mal, wir haben hier noch was für euch. Oh. Als kleine Erinnerung. Vielen Dank. Und da müsst ihr aber noch kurz was raten. Oder vielleicht die Augen zumachen. Ja. Tanja und ich, wir haben was gemacht. Mhm. Wir haben, wie soll man das so jetzt erklären, Tanja? Das Ganze hat mit Lindenstraße zu tun. Ist ja logisch, ne? Lindensamen. Samen. Und vielleicht mal. Lindentee. Oh, das gibt's doch nicht. Ja, habe ich auch gelesen. Da steht auch hier Linden.
blöden Tee. Ach so. Aber warum? Ja, hat super viel Spaß gemacht und es ist auch total interessant, mal alles zu sehen, wie es ist. Und ja, also auch die Ballettstunde mit den zwei war echt witzig und ja, gerne wieder, gerne, gerne wieder. Wir sagen auf Wiedersehen, Nalbach. Mit neuen Tanzschritten im Gepäck machen sich die Jungs auf den Weg zurück in die Lindenstraße. Tschüss. Bis das nächste Mal. Okay, in einem Jahr. Grüße an alle. Ja, mach ich. Auf jeden Fall. Und dann tanzen wir nochmal Ballett. Ja, auf jeden Fall. Ja. Okay. Alles klar. Bis dann. Ne? Ciao. Ciao. Kommt gut nach Hause. In Holln geht's dagegen sportlich weiter. Sibylle und Gunnar versuchen sich in einer beliebten ostfriesischen Sportart. Also wir boseln jetzt, also wir lernen jetzt, wir kriegen jetzt den Juniorschein im Boseln. Wenn wir es schaffen, sonst nicht. Also ich würde es jetzt mal mädchenhaft umschreiben als Kugelschmeißen. Boseln ist eine Mannschaftssportart, bei der man eine Kugel mit möglichst wenigen Würfen über eine festgelegte Strecke wirft. So Gunnar, denn mal los. Okay. Herr Solka. Schaut ihr erst noch mal zu. Ihr müsst alle aus der Bahn, wenn ich werfe. Weg da, nein, falsch, weg! Der hüpft. Ich habe an eine Bowlingkugel gedacht. Das habe ich gut gemacht. Ich glaube, wenn man in Berlin versucht, den Sport auszuüben, könnte man echt Probleme kriegen. Auch ostfriesische Tage haben ein Ende. Zum Abschluss bedanken sich Sibylle und Gunnar bei den Gastgebern mit einer Autogrammstunde. Die haben die Erwartung nicht erfüllt, die haben die Erwartung völlig übertroffen. Weil es war nicht nur lustig, es war nicht nur witzig, es war auch lehrreich. Nicht nur für uns Hollner, ich glaube auch für die beiden Gäste. Abitur auch geschafft? Ich habe mein Abitur. Innerhalb eines Tages. Nächstes Jahr kommen wir dann für die Hochschulreife wieder zurück. Ich bitte darum. Sehr also das offizielle Ostfriesen-Abitur hat noch einige Schweinereien parat. Okay. Und Nettigkeiten, aber die machen unheimlich Spaß. Sehr ich schön. Ich würde mich freuen, wenn ihr mal wieder in Ostfriesland seid. Schaffen wir glatt. Erstmal vielen Dank für heute. Es war ich sehr lustig. Zu es war eine tolle Aktion mit euch und es hat Spaß gemacht. Danke. Und wir wissen jetzt, wie wir unseren Dorf gleich sauber machen können. Genau. Juhu. War schön. Vielen Dank. Gute Heimfahrt. Ja, bis bald. Tschüss. Tschüss.